Neue Woche, neue Foto-News. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Mike und wie immer starten wir direkt nach dem Intro. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Mike. Auf meinem Kanal dreht sich alles um das Thema Fotografieren und Filmen und heute wie immer die Foto-News. Falls noch nicht geschehen, gerne Daumen nach oben da lassen, das Video kräftig teilen. Am Ende kannst du wieder was Cooles gewinnen, also gerne bis zum Ende schauen. Wir starten direkt rein und zwar gibt es die ersten Hinweise zu eventuell einer Canon EOS R6 III zum Ende des Jahres. Das hat zumindest Canon Rumors so ein bisschen verlauten lassen. Die haben so ein bisschen recherchiert und es ist anscheinend was registriert worden, auch von Canon. Und mehr konnte man noch nicht finden, aber es deutet sehr darauf hin, dass es wahrscheinlich eine Canon EOS R6 III werden wird. Ob das der Fall sein wird, müssen wir abwarten, sind erstmal so die ersten Gerüchte, die so aufgetaucht sind. Wäre auf jeden Fall sehr spannend. Von daher muss man schauen, denn der Vorgänger hat ja quasi einen Stacked Sensor gehabt und 24 Megapixel. Wahrscheinlich wird das ein bisschen besser ausgelegt werden. Das neuere Modell, ob das nachher wirklich so kommen wird, kann man noch nicht ganz pauschal sagen tatsächlich. Also müssen wir ein bisschen warten, aber ja. So lange ist ja nicht mehr bis zum Jahresende. Wir haben ja schon die Hälfte geschafft quasi. Also von daher warten wir mal ab, was da noch passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten. Die Bridge-Kameras leben wieder anscheinend. Panasonic versucht sich zumindest noch mal an den Bridge-Kameras. Ich habe hier nämlich einen ganz witzigen Artikel gefunden. Und zwar hat Panasonic eine neue Bridge-Kamera präsentiert. Und zwar nach der Lumix S9 vor einigen Wochen, die ja Panasonic rausgebracht hat, ist jetzt eine Lumix FZ82D auf den Markt gekommen. Bridge-Kameras hatten mal vor vielen, vielen Jahren, glaube ich, einen ganz guten Run, sage ich mal, bei den Käuferinnen und Käufern, weil sie einfach relativ kompakt sind und man hat eine relativ gute Abbildungsleistung damals gehabt, für damalige Verhältnisse zumindest. Und man hat immer nur quasi ein Objektiv gehabt, mit dem man auch viel, viel zoomen konnte und doch einiges einstellen konnte. Und ja, das Teil soll einen elektronischen Sucher haben mit 2,36 Millionen Bildpunkten, ein OLED-Display, 0,7-fache Vielvergrößerung und soll jetzt quasi ein neues Display bekommen haben, auch mit 1,84 Millionen Bildpunkten, 3 Zoll Touchscreen und ein USB-C Anschluss. Somit ist ein einfaches Laden der Kamera möglich. Bridge-Kameras haben, sage ich mal, den Vorteil, dass sie oftmals auch immer nur quasi einen Akku drin haben, der relativ lange hält. Wahrscheinlich ist es hier genauso, beziehungsweise hier wird man vielleicht auch einen zweiten Akku mit dazu packen, aber das Laden an der Kamera über die Kamera ist, sage ich mal, bei solchen Kameras relativ, immer schon so gewesen, sage ich mal. Der Preis beläuft sich hier auf 479 Euro und mal gucken, ich weiß nicht, was sagt ihr zu Bridge-Kameras? Ich bin kein Fan davon. Ich finde vor allem das Aussehen dieser Bridge-Kameras relativ hässlich, wenn ich ehrlich sein darf. Davon abgesehen, bieten sie einfach nicht die Leistung, die ich mir jetzt für mein eigenes Doing vielleicht wünschen würde. Vielleicht sagst du aber, ja Mensch, okay, ich habe damit angefangen, ich habe die eigentlich ganz gerne mal gemocht früher. Sag's doch gerne mal, schreib's gerne mal unter das Video, würde mich sehr interessieren. Dann hat Nikon ein neues 35mm 1.4 vorgestellt und das ist tatsächlich sogar günstiger als das 1.8er. Das war ein bisschen sehr kurios tatsächlich, weil normalerweise lichtstärkere Objektive auch in der Regel etwas teurer sind. Das ist hier nicht der Fall. Anscheinend ein sehr gutes Objektiv, 35mm, gerade für Porträtfotografen, für Hochzeitsfotografen, People-Fotografen, Streetfotografie ist natürlich ein super cooles Objektiv, was man sich mal vielleicht mal zulegen sollte, wenn man da quasi unterwegs ist. Und der Preis liegt hier bei 729 Euro ist damit tatsächlich günstiger als eben das 1.8er. Vielleicht ist das was für dich, schau da gerne mal rein, Link packe ich euch wie immer auch gerne hier mal in die Videobeschreibung rein. Verfügbar ist es jetzt überall tatsächlich, auch bei allen, Händlern, die es quasi so gibt. Das Objektiv besteht aus 11 Linsen in 9 Gruppen und da kommen auch 2 asphärische Linsen zum Einsatz. Die Naheinstellgrenze liegt hier bei 27 cm und der STM-Motor, also wenn fokussiert wird, ist der Motor sehr leise und der Autofokus soll relativ fix sein. Also ja, könnt ihr gerne mal gucken. Abmessung 75x87mm. Und hat ein 62mm Filtergewinde, also relativ üblich, sage ich mal, für diese Objektivgrößen auch am Markt. Kannst du gerne mal reinschreiben, mal reingucken, ob dir das auch gefällt, ob das was für dich wäre. Dann kommen wir mal zu Sigma. 18-50 wurde jetzt 2.8 für Canon RF vorgestellt.
Das ist das, sage ich mal, erste Sigma-Objektiv. Canon hatte, sage ich mal, die Objektivlinie so ein bisschen geöffnet für Tamron und für Sigma, was natürlich sehr, sehr gut ist auch mittlerweile. Ich glaube, sie haben jetzt in den letzten Jahren auch gemerkt, dass wenn man sich sehr auf die eigene Linie versteift, in Anführungsstrichen, dass es relativ schwierig werden könnte. Das haben sie nicht gemacht. Sie haben sich jetzt geöffnet, wie es auch Sony und andere Hersteller schon getan haben. Und jetzt kannst du dir quasi das 18 bis 50 mm auch entsprechend für Canon RF holen. Und ja, das 18 bis 50er wurde damals schon einmal vorgestellt, 2021. Und damit, sage ich mal, gibt es in der E- und L-Mount-Version. Also von daher sollte das doch durchaus entsprechend auch passen. Ich schaue mal ganz kurz, wie teuer das Ganze hier sein sollen werden darf. Also Straßenpreis steht jetzt hier 549 Euro, was ja relativ okay ist, finde ich, für so ein Objektiv. Ich glaube, da kann man nicht wirklich viel verkehrt machen. Also ja, schau gerne mal rein, wenn das was für dich ist. Auch da findest du den Link in der Videobeschreibung. Dann hat Nikon schon wieder was Neues anscheinend im Petto. Die haben ja gerade erst die Z6III vorgestellt. Nach anfänglichen, sage ich mal, doch durchwachsener Meinung, würde ich jetzt sagen, aufgrund des Preises, hat sich die Kamera, glaube ich, ganz gut gefangen. Und ich weiß auch durch andere Kolleginnen und Kollegen, die ich so kenne, die auch diese Kamera jetzt mittlerweile nutzen, dass sie, glaube ich, sehr zufrieden damit sind. Es hat sich, glaube ich, so ein bisschen relativiert. Und ich denke, wenn man den Einsatzzweck auch dieser Kamera für sich entdeckt hat, dann ist das wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Kamera. Oder ist eine sehr gute Kamera. Ich glaube, damals war es genauso mit der Sony A7 IV, die ich jetzt hier ja auch habe. Und ja, das war auch so das Thema, glaube ich, damals, weiß ich noch, vor ein, zwei Jahren, als sie rausgekommen ist, die Kamera. Ja, ist das sinnvoll? Was hat sie wirklich für gute Spezifikationen? Macht es Sinn, sich die Kamera zu kaufen? Da gab es auch so ein bisschen Bramborium, sage ich mal, drum. Hat sich auch relativiert mittlerweile. Ich glaube, die A7 IV hat sich auch am Markt ganz stark bei Sony-Usern etabliert. Und so ist es eben auch mit der Nikon Z6 III. Ich denke, die wird ihren Weg genauso machen. Und auch da, habe ich schon in den letzten Fotonews gesagt, wird sich der Preis nach unten dividieren. Gehe ich ganz stark von aus. Aber Nikon hat zwei neue Sachen vorgestellt. Man weiß noch nicht was. Es gibt anscheinend zwei neue Objektivlinien. Und zwar ist die Nikon Z6 III mit der Bezeichnung N2214 bezeichnet worden. Und jetzt gibt es eine Registrierung für N2216 und für N2312. Also anscheinend zwei neue Kameramodelle. Was es sein wird, weiß man nicht genau. Man kann nur mutmaßen. Und es könnte zum Beispiel Nikon Z7 III vielleicht sogar werden oder vielleicht sogar eine neue APS-C-Kamera. Ja, weiß man nicht so genau, müssen wir schauen. Müssen wir einfach mal gucken, ob das so kommen wird, ob das so sein wird, weiß man nicht. Man kann also hinter diesen Kürzen, sage ich mal, die es da gibt, nicht wirklich viel rausholen und ja, sich vielleicht herleiten. Also da müssen wir noch so ein bisschen warten. Auf jeden Fall gehe ich stark davon aus, dass da Nikon einfach jetzt nachlegen wird. Das ist auch ganz oft so, könnt ihr auch beobachten am Markt, wenn da eine neue, sage ich mal, eine neue Serie rausgekommen ist an Kamera. In Kameraserien, dann ist es meistens so, dass die verknüpft werden, entweder mit also Vollformat APS-C oder APS-C Vollformat, je nachdem, sodass quasi aus den APS-C oder aus den Vollformatkameras auch immer andere Kameras wiederum entstehen, so nenne ich es mal, weil einfach das von den Produktionskosten her natürlich viel mehr Sinn macht und deswegen gibt es meistens auch immer kurz darauf immer eine Neuvorstellung eines anderen Modells dann sozusagen. Aber wie gesagt, da können wir noch nicht viel rausholen, wir warten mal ab, was da kommen wird. Könnt ihr mal tippen, mal mutmaßen, was ihr denkt, was da kommen wird. Auch gerne mal dazu einfach einen Kommentar unter das Video schreiben. Würde ich mich sehr freuen. So, was tut sich bei mir? Ja, viel. Demnächst erstmal ein bisschen Urlaub machen. Harz ist nochmal angesagt dieses Jahr, Ostharz. Da werde ich so ein paar Videos vielleicht nochmal aufnehmen. Dann vielleicht nochmal Sächsische Schweiz habe ich jetzt geplant, nochmal zwei, drei Tage hinzufahren und auch da noch was zu drehen. Und eventuell Dänemark im Herbst, da muss ich mal schauen, wie es zeitlich einfach so passt. Und dann wird es jetzt in Kürze auch weitergehen mit meinem zweiten Teil, und zwar zum Thema kreative Komposition. Deswegen hier nochmal der Aufruf, also das Buch gibt es noch in ein paar Exemplaren als gedruckte Version. Als E-Book kannst du es immer wieder kaufen, könnt ihr euch von überall aus bestellen, von der Welt aus, ist völlig wurscht. Aber eben die Printversion nicht, die verschicke ich nur innerhalb von Deutschland. Und dazu gibt es dann Ende des Jahres, spätestens wahrscheinlich schon eher im Herbst, einen zweiten Teil. Da bin ich gerade dabei, den zu schreiben. Und ja, freue mich schon drauf. Der wird das Ganze nochmal ergänzen, sodass man quasi mit diesen zwei Büchern eigentlich zum Thema Komposition sehr, sehr gut abgedeckt ist und eigentlich auch alles Wissen bekommt, was man so braucht. Das Buch ist halt in dem Sinne sehr gut aufgebaut, weil man relativ wenig Text hat, viele Bildbeispiele. Das heißt, du kannst einfach ganz konkret schauen, ah, okay, so war es vielleicht
falsch, ne, wie ich es fotografiert habe. Und so wäre es eher richtig. Auf diese Dinge achte ich quasi, auf Licht und Schatten, auf das Framing achte ich ganz stark, wenn ich jetzt Fotos mache, etc. etc. Aber das findest du alles hier drin. Das Buch hat insgesamt, muss ich selber mal kurz gucken, über 120 Seiten. Also ordentlich dick und ordentlich pickepacke vollgepackt mit wirklich ganz, ganz vielen Informationen, mit ganz, ganz vielen, wie gesagt, schon Bildbeispielen. Kannst du dir gerne noch organisieren. Also es gibt noch ein paar Restexemplare. Wenn die dann weg sind, dann wird es das Buch auch nicht mehr in der gedruckten Version dann entsprechend geben. Also da gerne mal zuschlagen. Ende des Jahres wird es auch sehr wahrscheinlich einen Videokurs von mir geben, einen neuen, und zwar über das Thema Bildbearbeitung für die Landschaftsfotografie. Ich habe gemerkt, dass das, glaube ich, ein ganz großes Thema sein kann für euch. Ich weiß, es gibt schon sehr, sehr viele Kurse, aber ich werde da quasi meinen Workflow auch erklären. Einfach, simpel und auch nachzuvollziehen für jeden von euch. Und auch in dem Sinne, dass man das mit Luminar zum Beispiel machen kann, dass man es mit Lightroom machen kann, mit Photoshop machen kann. Da arbeite ich gerade am Konzept und ich hoffe, dass ich das im Herbst quasi aufnehmen kann. Dann wird es quasi geschnitten und dann habe ich zumindest die Hoffnung, dass es dann zum Dezember nachher auch im Endeffekt auch fertig sein soll. Dann verkaufe ich hier noch ein Objektiv, falls es für dich interessant sein sollte, und zwar für Sony E-Mount, und zwar das TT Artisan 50mm f2.0. Das ist ein manuelles Objektiv, macht ein sehr, sehr schönes Bouquet, sehr lichtstark, hat einen sehr starken Pancake-Style, sage ich mal. Und ich glaube, da kannst du nicht wirklich viel mit falsch machen. Wenn du also Porträts fotografieren willst, wenn du ja Menschen fotografieren willst, generell vielleicht Hochzeit oder ähnliches, oder willst dich vielleicht mal so ein bisschen ausprobieren mit der Porträtfotografie, dann kannst du das hier quasi erwerben. Das Ganze kostet gerade mal 25 Euro inklusive Versand bei mir. Also wenn du darauf Bock hast, schreib mir einfach eine kurze E-Mail an moin@mike-herfurth.de. Der, die erste, die es bestellt, die bekommt es dann logischerweise auch. Ihr könnt es gerne per PayPal bezahlen oder ich packe euch einfach eine Rechnung dabei. Das wäre kein Problem. Versand auch hier innerhalb von Deutschland. Dann eure Instagram-Kanäle. Heute habe ich mal den Ronny Schönberg rausgesucht. Und zwar war der im Totengrund in der Heideblüte. Sehr wahrscheinlich schon im letzten Jahr, aber trotzdem ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Ist mir gleich aufgefallen. Also Ronny, vielen Dank. Ein ganz cooles Foto hast du da gemacht. Wenn auch ihr wieder wollt, dass jemand hier vorgestellt werdet, einfach mal den Hashtag HerfurthFoto nutzen unter euren Instagram-Bildern. Wobei ja Instagram, glaube ich, relativ tot ist momentan. Ich merke das selbst auch an meinem Account. Ich frage mich manchmal wirklich so, ob das Sinn macht, noch immer zu posten, ob man sich die Zeit nicht einfach sparen sollte. Aber ja, sobald ich neue Bilder habe, mache ich das meistens immer, weil ich natürlich auch euch die gerne zeigen möchte. Aber vom Prinzip her ist, glaube ich, Instagram nicht mehr das, was es mal war. Zumindest ja, derzeit. Genau, also da gerne mitmachen und dann könnt ihr gerne mal euren eigenen Kanal hier mal präsentieren oder euer Foto, was ihr quasi dann posten wollt. Dann letzter Gewinner zum letzten Gewinnspiel. Da gab es eine Schlaufe zu gewinnen, und zwar passend zum Thema damals vor 2 Wochen, und zwar die Nikon-Schlaufe. Die hat gewonnen Georg. Ja, Georg, wenn du dich jetzt hier siehst, eingeblendet, dann schreib mir auch gerne mal eine E-Mail, und zwar an moin@mike-herfurth.de. Dann schicke ich dir auch hier einmal diese Schlaufe gerne kostenfrei zu. Melde dich gerne, und ja, mehr als den Namen Georg habe ich jetzt nicht rauskriegen können aufgrund deines Kommentars. Also wenn du das Video siehst, dann schreib mir gerne mal eine E-Mail. Neues Gewinnspiel, wieder eine Schlaufe. Heute habe ich eine Schlaufe von MyMoon. Ich nutze die Schlaufe nicht mehr. Ich habe sie mal ein paar Male benutzt an meinen Kameras, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich sie nicht brauche, weil ich es irgendwie nicht gut finde, die Kamera mal so am Handgelenk zu haben. Ich habe da andere, sage ich mal, Sachen, wenn ich jetzt gerade Porträts fotografiere oder wenn ich Hochzeiten fotografiere, da brauche ich sie eben nicht, und für Landschaftsfotografie brauche ich sie auch nicht. Deswegen könnt ihr sie gewinnen. Was ihr machen müsst, ist einfach Schlaufe unter das Video schreiben und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Wie immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen und vor allem versende ich nur innerhalb von Deutschland. Also einfach das Wort Schlaufe und dann nächstes Mal wieder reinschauen, dann seid ihr vielleicht einer oder eine der glücklichen Gewinner. So, hoffentlich heute kurz und knackig wieder für euch. Ich hoffe, ihr habt eine ganz tolle fotografische Woche. Die nächsten Tage, Wochen geht es logischerweise wieder weiter. Ich kann wieder nur mal appellieren, meldet euch gerne mal für den kostenfreien Newsletter von mir an. Dann bekommt ihr auch 3 kostenfreie Lightroom Presets in euer Postfach hinein. Es gibt noch einen Haufen digitale Roadmaps, die ihr euch gerne runterladen könnt für einen schmalen Taler. Also wenn ihr gerade eure eigenen Fotoreisen so ein bisschen plant, dann schaut da gerne mal rein. Ich sitze gerade an Irland zum Beispiel. Da wird es auch jetzt ab Herbst dann sozusagen eine digitale Roadmap zu geben. Es sind mega coole Spots dabei. Ich freue mich schon riesig auf Irland. Endlich wieder losfahren und fotografieren. Ganz, ganz lange Zeit. Und ich werde nach Nordirland fahren und dann auch in den Süden von Irland fahren.
und versuche natürlich innerhalb meiner Zeit möglichst viele Dinge zu sehen und euch logischerweise auch immer wieder mitzunehmen auf die schönsten Fotospots. Aber dazu später mehr. Ja, erstmal eine schöne Woche für euch. Geht selber raus, macht tolle Fotos. Hoffentlich, das Wetter wird jetzt endlich gut werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Mike. Bis bald.